Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier im wunderschönen Hamburg im Hafen und heute geht es einfach mal um die Kostenaufstellung vom Nürburgring. Und ich habe ein, zwei Fragen bekommen, was denn so ein Wochenende und so ein Karfreitag-Wochenende am Nürburgring kostet, und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und in diesem Video nehme ich euch mal mit auf die Kostenreise von einem Wochenende am Nürburgring. Was das Ganze gekostet hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Also bis gleich. Vorab von euch wissen, was ist denn so ungefähr eure Einschätzung von einem Wochenendtrip zum Nürburgring? Was vermutet ihr so, was so ein Trip kostet? Und wart ihr schon mal am Nürburgring? Wenn ja, wann und wie war es? Und was habt ihr ungefähr gezahlt? Und wenn nicht, warum noch nicht? Wollt ihr dann noch mal hin? Und was ist das, was euch davon abhält, da hinzukommen? Ansonsten habe ich noch eine ganz gute Themenliste. Da werden noch einige Videos in nächster Zeit kommen. Ich hatte in letzter Zeit leider ein bisschen mehr zu tun, aber dazu am Ende ein bisschen mehr. Als Hilfe für die ganzen Kostenaufstellungen habe ich mir einfach mal mein Handy zu Hilfe genommen. Und da werde ich auch mal ein bisschen ablesen und ein bisschen vortragen. Ich habe eine Anreise von 550 Kilometern, das heißt 550 Kilometer Hinfahrt, 550 Kilometer Rückfahrt plus Sprit an der Gesamtstrecke. Also kommen wir einmal auf die kompletten Spritkosten zu sprechen. Hin bin ich gefahren, relativ entspannt. Ich habe Tempomat mit Abstandssensor, sieht man hier vielleicht ganz, ganz klein. Und da hatte ich das Tempomat auf 180 gestellt. Konsequent, gar nicht großartig groß Gas gegeben, wollte relativ entspannt ankommen. Das funktioniert mit dem Abstandssensor-Tempomat ziemlich geil. Also ich liebe das Ding. Ich könnte mir auch gar nicht mehr vorstellen, das ohne zu haben. Und da hatte ich ein, ich lese mal kurz ab, jetzt kommt hier gerade eine Hummel. Da hatte ich einen Verbrauch von 9,93 Litern. Und das Ganze hat mich gekostet, ich lese mal hier so ab, 86 Euro glatt. Habe ich getankt, Aral Ultimate 102 direkt vor Ort. Und da habe ich den Hobel voll gemacht und ja, war auf jeden Fall in Ordnung. Nicht ganz so teuer und relativ sparsam für 180 km/h. Durchgängig auf der Autobahn fand ich das schon als ein sehr akzeptabler Wert. Die Rückfahrt sah auf jeden Fall ganz anders aus. Und zwar da habe ich Vollgas gegeben, wo ich Vollgas geben konnte. Ist meistens bei mir so, ich fahre abends oder später und möchte schnell nach Hause, und da gebe ich auch gerne mehr Stoff. Und da habe ich einfach da, wo unbegrenzt war, wo ich Vormax fahren konnte, habe ich wirklich alles ausgefahren, was der Wagen mir hergeben konnte. Und das hat sich natürlich auch im Spritverbrauch bemerkbar gemacht. Das Ganze ist dann gelandet bei 13,27 Liter im Schnitt auf 100 Kilometer, und insgesamt habe ich 105,04 € für die Rückfahrt ausgegeben. Also Rückfahrt ungefähr gute, ja, und zwar nie mehr. Fürs Ballern war auf jeden Fall auch ganz cool. Kann man auch mal machen. Genau, dann da natürlich die Frage, was kostet das Ganze vor Ort fahren? Also die Runden auf dem Ring. Ich habe insgesamt, warte, ich muss mal kurz luschern, 14 Runden auf der Nordschleife gedreht, plus noch ein bisschen vor Ort herumgefahren. Und das insgesamt war ein Verbrauch von 18,29 Liter im Schnitt. Und wie viele Kilometer es waren, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber die Kosten für den Verbrauch vor Ort waren einmal 36 Euro habe ich einmal getankt und einmal 80,34, ist in Summe 144,44. Also 144,44 habe ich am Nürburgring an Sprit verfahren. Einmal für die Runden, einmal für das Fahren vor Ort. Wobei ich das Hotel direkt am Ring hatte, bin ich vor Ort nicht wirklich viel gefahren. Also es ist wirklich alles Sprit, was ich dann auf dem Nürburgring habe liegen lassen. Genau, und dann einmal sind das die Spritkosten total, liegen bei 335,48 €. Nur die Spritkosten für das komplette Wochenende. Dann kommen wir weiter mal zur Unterkunft. Ich war im Lindner Hotel untergebracht, und zwar in dem 3-Sterne-Lindner Hotel. Da gab es ja Schwierigkeiten, wenn ihr den Vlog gesehen habt, habt ihr das Ganze mitbekommen. Das Ganze war auf jeden Fall gebucht mit Frühstück, und Parken hat extra gekostet, ein Zehner. Ich habe ja ein Upgrade bekommen und für das Upgrade musste ich nicht zahlen. Deswegen gebe ich da auch keine Extrakosten an, kein extra Parken, kein gar nichts. Also bleibt es einfach so, wie es ist. Und dann rechne ich einmal euch die Kosten fürs Hotel vor. Das Hotel hat mich gekostet 263,16 €. Ich habe dann einen guten Deal erwischt. Den kriegt man, glaube ich, nicht immer im Lindner. Da muss man in der Regel ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Aber da fliegt gerade ein Tier auf mir. Warte kurz. In der Regel muss man ein bisschen mehr bei Lindner auf dem Tisch blättern, aber das war jetzt so die Unterkunft, die ich da gefunden hatte für das Wochenende, Karfreitag, Samstag, Sonntag und am Montag dann die Abfahrt.
Genau. Und dann habe ich noch Parken zahlen müssen. Parken hat gekostet 12 Euro am Tag. Fand ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Normalerweise ist das Parken umsonst, aber an solchen krassen Eventtagen kostet das dann schon extra. Kann man mal machen, ist okay. Gesamtkosten fürs Hotel waren dann 299 und 16 Cent. Kommen wir jetzt zu dem Punkt Fahren auf dem Ring. Das Fahren auf dem Ring ist auf jeden Fall auch nicht ohne. Insgesamt habe ich 14 Runden abgespult. Eine Runde auf dem Ring kostet 30 Euro am Wochenende. Und auf ein Stint auf der Grand Prix-Strecke 15 Minuten kostet ebenfalls 30 Euro. Insgesamt 14 Runden, einfache Mathematik, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, sind 420 Flocken nur für das Ballern auf dem Ring. Dran denken, ich habe eben den Sprit aufgerechnet. Für das Ballern am Ring waren 144,44. Das ist ungefähr so ein Gefühl habe, was das sonst noch so kosten kann. Dann geht's weiter. Einmal Essen und Verpflegung vor Ort. Das zählt einfach mal ein bisschen chillen am Brünnchen, parken am Brünnchen, unterwegs was essen, mal was Subway, mal irgendwo anders was essen gehen. Das einfach mal als Verpflegungskosten aufgetan. Das ist, glaube ich, das günstigste vom ganzen Video. Ich sage auch nicht wie und wo, ich was hier gegessen habe. Ein paar Mal Subway und einmal ein paar Pinocchios und Pizza, sonst mal Pommes und sowas. Ganz grob, relativ günstig. Insgesamt 49,48 €. Genau, das sind einmal die Spritkosten total. Nochmal in der Übersicht: 335,48 € reine Spritkosten, 299,16 € für das Hotel inklusive Parken und inklusive Frühstück, 420 € für das Rumballern auf dem Ring als reine Ringkosten oder Fahrkosten und natürlich die Verpflegung nochmal von 59,48 €. Macht summa summarum insgesamt 1.114,12 €. Also, das ist nicht ohne. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Also, ich habe auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei gehabt. Ansonsten habe ich noch ein paar Kosten, die ich gar nicht mit aufgezählt habe. Zum Beispiel Verschleiß am Reifen, Bremsen, schmutziges Auto, muss man natürlich nachher waschen. Öl, ich musste ungefähr ein 3-4 Liter Öl nachfüllen. Also auch nochmal Ölkosten, die man theoretisch mit reinnehmen könnte. Dann die Verpflegung vorab. Ich kaufe meistens vorher vor so einer großen Tour immer ein bisschen was ein, dass ich dann unterwegs was naschen kann und nicht immer anhalten muss. Finde ich eigentlich ziemlich angenehm. Ich bin einer, der gerne durchfährt, vor allem mit dem Tempomat. Mit Abstandssensor ist das Fahren sehr entspannt. Man muss sich schon konzentrieren, aber das nimmt einen echt viel Arbeit ab. Und genau, dann habe ich vorab noch zwei Campingstühle gekauft. Die hatte ich noch nicht. Wurde auch mal Zeit, dass ich mir sowas hole, auch wenn das Asphaltfieber zunächst kommt. Ich bin wieder da. Ab Samstag und auch nur den Samstag, ab Samstagvormittag. Aber ich bin auf jeden Fall da. Jetzt habe ich auch Stühle. Yes! Und Parken vor Ort habe ich eben nicht mit reingerechnet. Nochmal ein Zehner auf dem Acker zu parken. Genau. Gesamtaufstellung, wenn ich die Kosten noch dazu rechnen würde, wären es 1.168 und 60 Cent. Genau, das war einmal die Kostenzusammenstellung für ein Wochenende am Ring. Natürlich muss man sich auch überlegen mit dem ganzen Hin- und Herfahren. Irgendwann macht natürlich auch eine Jahreskarte Sinn. Ich habe den genauen Preis nicht im Kopf, was eine Jahreskarte kostet, aber er liegt ungefähr bei knapp 2.000 €. Ich glaube, 1.800 € war der letzte Stand, den ich hatte für die Kosten für eine Jahreskarte. Wenn man so rechnet, eine Jahreskarte, und man würde voraussetzen, dass eine Jahreskarte jetzt 1.800 € kosten würde, eine Jahreskarte rechnet aber immer mit 25 € pro Runde, dann wären es 72 Runden. Also entweder 72 Runden à 25 € oder eine Jahreskarte. Wenn man natürlich jetzt nur am Wochenende da ist und die 30, krabbelt da was an meiner Nase. Alter, kribbelt das hier. Scheiße. Müsste man natürlich gucken, dass es ein paar Runden weniger sind, aber im Endeffekt war das so die ungefähre oder die ziemlich genaue Aufstellung vom Nürburgring-Wochenende. Ihr seht, ich nutze das gute Wetter und ich werde gleich nochmal weiterfilmen. Und zwar geht es dann auch nochmal ein bisschen um die Thematik: Wie sieht mein Auto aus? Hat es Macken gemacht? Dann werde ich noch filmen. Bremsen. Es geht um Bremsen-Upgrade. Ich habe an meinen Bremsen mehrere Sachen gemacht und die wollte ich euch auch mal erzählen und mitnehmen und ein bisschen darüber berichten, was jede einzelne Komponente als solches so gebracht hat, was das Ganze gekostet hat. Natürlich auch, ist auch mal sehr interessant und welche Upgrades ich für sinnvoll erhalte oder für sinnvoll halte, wenn man normal unterwegs ist, aber wenn man ein bisschen sportlich unterwegs ist, was auch sinnvoll ist. Und weil, wenn man sich die Performance-Bremse kauft, ist man ja gleich 1.700 € los, jedenfalls für den 330i. Das ist dann schon ein Stängchen Geld. Da kann man gucken, ob man natürlich für ein bisschen weniger Kasse auch ein sehr gutes Ergebnis erzielen kann. Ja, auf jeden Fall, das werde ich gleich nochmal ein bisschen filmen, ein bisschen Verschleiß mitnehmen. Dann gibt es noch ein bisschen was zu erzählen, wie mein Auto sich nach dem Ring verhalten hat, wie der Ölverbrauch sich eingestellt hat
Und zwar, ob der Oilstop was von Wagner bewirkt hat. Das kommt noch in den späteren Videos, drehe ich aber jetzt gleich noch hinterher ab. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet. Ansonsten weiterhin gute Fahrt und ich hoffe, wir sehen uns am Asphaltfieber, am Syndikat in, ja, in knapp einem Monat. Also bis dann, fahrt vorsichtig, peace.